Hallo zusammen, ein neues Video heute, eine kleine Karte. Ich möchte eine Karte machen für eine ganz spezielle Kollegin von mir. Die wird leider bei uns in der Arbeit sich bald verabschieden und geht in den Mutterschaftsurlaub. Deshalb bekommt sie eine super Karte von uns. Ich habe mir da einen Schmetterling ausgewählt. Ihr könnt jedes x-beliebige Sujet nehmen, das euch gefällt. Dann habe ich eine hohe Klappkarte genommen, eine weiße. Das ist 10,5 x 21 cm lang und sie ist ungefähr 240 Gramm pro Quadratmeter schwer. Dann habe ich verschiedenen Halbkarton ausgewählt. Ich habe den mir da schon zurechtgelegt bzw. zurechtlegen lassen. Eine meiner Töchter macht das immer für mich. Sie hat ein schönes Farbgespür. Und das sollte die Reihenfolge nachher sein, wie die Schmetterlinge auf die Karte kommen. Ich habe es mir vorher kurz fotografiert, damit ich, wenn ich dann ausgestanzt habe, die Reihenfolge wieder weiß. Hat es alles auch schon gegeben. Und dann braucht ihr, wenn ihr möchtet, verschiedenfarbene Stempelfarben. Für den Text, ihr könnt auch einfach nur eine oder nur schwarz nehmen, das spielt überhaupt keine Rolle. Im Weiteren habe ich da nachher mein Stempelbrett, habe ich von EFCO, finde ich super. Oder ihr könnt alternativ natürlich auch so ein Acrylblock nehmen, der hat jetzt da noch Griffmulden. Für mich sind die eigentlich alle wunderbar zum Arbeiten. Und ich werde mir hier, habe ich schon ausgewählt, schauen, dass ihr das seht, wenn es so spiegelt. Das ist ein Stempelset von Viva. Ich glaube, das heißt Wortspielereien heißt das Ganze. Ich werde es euch noch verlinken. Und hier habe ich den da unten schon ausgewählt. Der liegt bereits auf dem Brett. Wenn ihr eine Big Shot habt, könnt ihr euch die Schmetterlinge ausstanzen. Das werde ich jetzt gleich machen und sonst könnt ihr sie euch auch ausschneiden, ganz je nachdem, was ihr zu Hause habt. Und dann sehen wir uns, wenn die Schmetterlinge bereit sind.